Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zedebi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, heute ist für die Tram-München-Besitzer ein kleines Update erschienen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Christkindl-Tram, die ja angekündigt wurde seit dem Release. Und heute am 23.12. wurde das Ganze dann dementsprechend veröffentlicht. Das Ganze hat aber auch einen heftigen Beigeschmack, welches ich euch natürlich aber während der Folge einfach mal aufzähle. Als Text, den man dazu verkündet hat, lautet folgender: mit der Münchner Christkindl-Tram Typ M durch die Münchner Innenstadt fahren. Wir sind jetzt hier aktuell auf der Karte Diorama, es reicht für den Test. Unser Weihnachtsspecial für unsere treuen Kunden ist nun zum Download bereit. Leider wurde die uns zugesagten Entwicklung des Lotus-Simulators nicht eingehalten und wir konnten bislang den angekündigten KI-Zug nicht in unser Produkt integrieren. Daher haben wir in den letzten Wochen dieses Fahrzeug für euch nun als selbststeuerbares und fahrbare Variante weiterentwickelt und diese steht als Weihnachtsgeschenk für alle Besitzer unseres Addons nun kostenlos als Update zur Verfügung. Das Update findet ihr natürlich unter Steam. Und da liegt nämlich genau das Problem, aber wie gesagt, da werden wir jetzt gleich näher drauf eingehen. Als erstes wollen wir uns natürlich hier die Straßenbahn einfach mal anschauen, die Christkindl-Tram. Und man sieht halt von wirklich, dass es sich hierbei einfach nur um ein KI-Fahrzeug gehandelt hat. Denn wenn wir mal hier so ein bisschen ins Innere gehen, ne, ist hier einfach nichts drin, außer ein paar Bänke. Ne. Das, klar, sieht man halt von außen, aber es ist weder irgendwelche Halteschlaufen, Lampen oder sonstiges, aber die Tram ist nachts halt beleuchtet. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn natürlich nichts dran ist. Von außen her, muss ich sagen, ist echt hübsch geworden. Und dafür, dass es ein KI-Fahrzeug darstellen sollte, kann sich das doch absolut mehr als sehen lassen, das Fahrzeug. Wir haben hier sonst super, super scharfe Texturen. Ne? Also wir sehen es hier alles. Ne? Wir können hier sogar richtig hier gucken. Die ganzen Bilderchen, die hier auf der Tram natürlich angebracht sind. Hier oben hat man natürlich, ich sag mal, um das ganze Performance-Schoner natürlich zu bauen, das Ganze so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Hier auch hier oben, ne, der Stromabnehmer und alles was, da sehen wir jetzt nicht, wie zum Beispiel beim KT4D zum Beispiel, super detailreich, ist das Ganze hier recht simpel halt aufgebaut. Ist aber okay, da es sich ja hierbei halt um ein KI-Fahrzeug handelt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein bisschen reinsetzen, jetzt hier ins Cockpit, ne, sehen wir hier, wo stimmt hier mit der Scheibe nicht? Die sieht aus, als ob die einen Sprung hat, ja, als ob da irgendwer was gegengeschmissen hat. Das ist mir halt auch, glaube ich, wenn man von außen guckt, ist mir das halt auch schon aufgefallen. Ne? Also das muss die innere Scheibe sein. Ja, die sieht so ein bisschen aus, als ob die einen Sprung hat. Sonst viele, viele Knöpfe, die keine Funktion haben. Also hier können wir die ganzen Knöpfe rumdrücken, wie wir möchten. Das funktioniert so nicht. Wir können sie zwar kalt und spawnen, sie fährt trotzdem hoch, weil es gibt hier keinen An- und Ausschalter oder sonstiges. Also das ist hier schon recht überschaubar. Und sonst finden wir auch so an sich Knöpfe, die wir jetzt hier drücken können, recht gar nicht. Also ihr müsst hier mit Tastatur spielen oder aber halt ihr habt ein Gerät dafür, ja, dass ihr da zum Beispiel die ganzen Tasten steuern könnt. Denn so funktioniert das Ganze dementsprechend halt nicht. Ne? Jetzt seht ihr hier, haben wir die Türen aufgemacht, ne? Und können auch die Türen wieder zumachen. Das Ganze müssen wir halt dementsprechend über unser Eingabegerät halt praktisch manuell drücken. Also das geht jetzt nicht, dass wir jetzt hier zum Beispiel sagen, so wie jetzt hier beim Richtungswender, wir wollen jetzt vorwärts fahren. Eins, was halt funktioniert, ist hier dieser fette Button, ja, der hier steht, Jingle Bells by Kevin MacLeod. We wish you a Merry Christmas und Oh Christmas Tree. Na, wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Ja, sonst, klar, mit L ist hier Licht anschalten, ne? Und wir sehen, glaube ich, auch, genau, dass innen drinne das Licht halt dementsprechend halt auch angeht, ja? Wenn wir jetzt das zum Beispiel an- und ausschalten, ja? Also, das sieht man halt schon. Das ist ein bisschen schade. Wir können ja mal kurz in die Dunkelheit gehen, ne? Und das Ganze hier, seht ihr, ne? Obwohl wir hier im Dunkeln sind, sind die Züge super hell beleuchtet. Klar,
Wenn der Zug jetzt an dir vorbeifährt, achtest du nicht, ob da eine Lampe hängt. Das finde ich vollkommen in Ordnung und ich weiß jetzt schon, dass der eine oder andere diesbezüglich auf jeden Fall meckern wird. Ich finde das aber in Ordnung, wie gesagt, weil es ja halt eigentlich für was ganz anderes gedacht war, als was es jetzt eigentlich geworden ist, ja, als fahrbarer Zusatz, den es da jetzt eigentlich gab, ja. Und von daher finde ich das eigentlich, geht das schon vollkommen in Ordnung, so. Ich meine, heute ist zwar Weihnachten, aber ja, muss jetzt mal kurz nicht sein, wenn man jetzt hier so ein bisschen quatscht. Ja, sonst ist alles wie gehabt. Ja, können jetzt hier losfahren. Das funktioniert halt auch. Ja, also Blinker setzen und die Weiche stellen, das funktioniert hier. Aber das war es dann halt auch. Ja, und wie gesagt, hier außer hier diese Schalter hier. So, Türe auf. Ja, also das ist halt das neue Vehikel, welches jetzt alle Tram München Add-on-Besitzer jetzt bekommen haben. Und hier haben wir ein Problem mit der ganzen Sache, weshalb ich jetzt mal hier auf den Beigeschmack zu sprechen komme. Es ist so, ich weiß nicht, da kann sich bestimmt der eine oder andere eventuell dran erinnern, dass es ja hieß, dass wenn man das Ganze ja vorbestellt, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt, was 29,99 € glaube ich damals gekostet hatte, dann kriegt man, wie gesagt, die Preisvergünstigung und die Christkindl-Tram als KI-Zug noch dazu. Ne? Und das sind diesen Leuten halt dementsprechend vorbehalten. Und ja, da ist das Problem nämlich. Denn jetzt auf einmal heißt es, dass es alle Addon-Besitzer diese Christkindl-Tram bekommen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man hier, leider Gottes, es ist so krass, wie das klingt, ich bin da jetzt, kann man hier von irreführende Werbung reden. Der Beitrag ist aus Wikipedia, also jetzt nicht selbst gedeutscht oder sowas. So, die heutige Paragraphen 5 und 5a UWG gehen im Wesentlichen auf die Richtlinie 2005/29/EG, Richtlinie über unlautbare Geschäftspraktiken, UGPRL zurück, war früher noch nur irreführende Werbung erfasst, so erstreckt sich das Verbot heute auf sämtliche irreführende geschäftlichen Handlungen. Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 UWG. Auch ist der Verbraucherschutz nicht mehr bloßer Reflex des ursprünglichen auf Mitbewerberschutz zielendes Gesetzes, sondern was? Leitmotiv der Neuregelung. So. Was haben wir hier? Das Problem an der ganzen Sache ist, es wurde versprochen, dass wir halt für alle, die das Ganze jetzt so vorbestellt haben, die Christkindl-Tram halt bekommen. Das ist gut, ja, das ist nett, das ist eine nette Geste, hätte man nicht machen müssen, hat man aber jetzt in dem Sinne gemacht. Und jetzt war Tram München schon mehrmals jetzt im Angebot gewesen, weit unter dem Preis, als wie was die Vorbesteller damals bezahlt hatten. Und hier liegt nämlich das Problem, dass die Leute, die das nämlich jetzt erst im Sale gekauft haben, meine 25 € oder sowas war das Ganze gewesen, haben die Christkindl-Tram halt dementsprechend auch bekommen. Und das für Leute, die das Ganze zum Release, zum Day One, ja, zum Day One Release das Ganze gekauft haben, die stehen jetzt auf einmal da, weil man hätte ja auch warten können, weil die Christkindl-Tram hätte es so oder so gegeben. Ja, und da ist das Problem an der ganzen Sache, weshalb ich das Ganze jetzt mit der irreführenden Werbung jetzt hier anspreche. Weil das so an sich nicht gehen kann. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich da mal den YouTuber, den Anwalts-YouTuber Solmecke da mal anschreibe, ob man da nicht irgendwas gegen machen kann, weil das ist halt nicht in Ordnung, finde ich. Ich weiß, jetzt kommt der ein oder andere eventuell und sagt, ach, hört auf zu meckern jetzt. Das Problem ist, oder die interessante Sache ist natürlich, dass ja, Tram München jetzt sagen könnte, also, pass auf, wir haben zwar gesagt, dass die KI ja, für die Vorbesteller halt da waren, aber wir haben nie davon geredet, dass ein fahrbarer Untersatz jetzt dementsprechend, davon war keine Rede und dementsprechend konnten wir das Ganze veröffentlichen. Ja, aber jetzt wird es aber interessant,
wie wollen die das denn nachher trennen? Wie wollen die das trennen, dass jetzt zum Beispiel die Christkindl-Dramen bei den Leuten, die das Ganze vorbestellt haben oder halt zum Day One Release gekauft haben, ausgrenzen mit den Leuten, die es jetzt im Nachhinein, wo das Ganze Versprechen, was sie da gehalten hatten, ja, diesen Verkaufs, dieses Verkaufsmarketing nach dem Ganzen. Da, wie gesagt, das stelle ich mir jetzt sehr problematisch vor. Und ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen, der sich darüber jetzt schon sehr, sehr leicht jetzt aufregt, der sehr, sehr verärgert ist, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber jetzt muss man halt gucken, wie man das Ganze jetzt eventuell angeht. Ob man das halt wirklich mal einfach mal nochmal überprüfen lässt mit dem Ganzen. Wir können ja auch mal kurz mal in den Tatbestand gehen. So, die beanstandene Werbemaßnahme muss eine geschäftliche Handlung sein. Auch muss sie unwahre und sonstige zur Täuschung geeignete Angaben beinhalten, wie beispielsweise beim Slamming. Eine Angabe ist eine inhaltlich nachprüfbare Behauptung, mithin Aussage, die dem Beweis zugänglich sind. Sie sind abzugrenzen von bloßen Werturteilen, die allerdings eine durchaus als Angabe zu qualifizierende Tatsachenkern enthalten können und sogenannte nichtssagende Anpreisungen, also Werbeaussagen, die nichts Inhaltliches vermitteln, die und keine andere. Eine Angabe kann dabei viele Formen haben, auch bildliche Darstellungen, etwa Abbildungen eines anderen als des beworbenen Scannermodells sind Angaben. Ja, wie gesagt, also ich werde das Ganze mal einfach mal rüberschicken, werde das Ganze mal so ein bisschen überprüfen lassen. Ne? Weil für die Leute, halt, die es halt vorbestellt haben, ist es mega ärgerlich. Ich meine, mir ist es wurscht, ganz ehrlich, das waren jetzt 30 Euro jetzt gewesen, die ich jetzt bezahlt habe. Naja, ist halt so, ne? Wenn man nicht warten kann, dann bezahlt man halt. Ja, so wird es jetzt wahrscheinlich auch mit Dings sein. Ja, wenn jetzt Streets of Lotus kommt, ja, da kann ich auch nicht warten, das kaufe ich halt auch. Ne? Das wird halt auch irgendwann mal im Angebot sein. Ja, ist denn so. Aber, wie gesagt, hier geht es halt einfach um diese Tatsache, dass das Ganze halt, ich sag mal, ein Versprechen war. Man hat gesagt, also als Dreingabe, wenn man das Ganze vorbestellt, bekommt man die Christkindl-Dramen als KI-Fahrzeug. Jetzt haben wir sie zwar nicht als KI-Fahrzeug drin, jetzt haben wir sie halt als fahrbaren Untersatz, sondern könnte man sich halt dementsprechend rausreden. Aber wenn sie als KI-Dram kommt, ja, wenn Lotus jetzt zum Beispiel das neue Update jetzt veröffentlicht, dann bin ich mal gespannt, wie die das Ganze denn handeln wollen. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch den Text, den sie geschrieben haben dazu, recht, muss man eigentlich sagen, ein bisschen aggressiv tatsächlich, ja. Leider wurde die uns zugesagten Entwicklung des Lotus-Simulators nicht eingehalten und wir konnten bislang den angekündigten KI-Zug nicht in unser Produkt integrieren. Ist schon hart, aber manchmal ist es halt so. Ja, und das ist ein Problem, was ich von vornherein schon mal so ein bisschen angesprochen hatte, meiner Meinung nach. Deswegen macht man keine DLCs während einer Entwicklung eines Spiels. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es kann natürlich immer im Hauptspiel immer was dazwischen kommen. Dass man jetzt so sagen kann, das war so nicht gedacht. Und wenn es jetzt nun mal Verzögerungen gibt, lass es Krankheit sein, lass es andere technische Probleme sein, ja, man weiß es doch nicht. Denn ist halt der Entwickler halt da und dann kann er halt dementsprechend nicht weitermachen. Aber dann sich jetzt hier hinstellen und den schwarzen Peter jetzt so praktisch abschieben, das ist natürlich so eine Sache, wo ich dann immer so denke, so, den hättet ihr vielleicht nicht gleich ein DLC veröffentlichen sollen während einer Entwicklungsphase. Das ist halt bei Early Access ganz normal, dass da halt immer irgendwie was schief geht, dass das Ganze halt dementsprechend nicht so funktioniert. Aber wie seht ihr das Ganze denn? Ich meine, Tram München, schön und gut, ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Strecke. Sie ist echt hübsch gestaltet. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich mag sie nicht. Ist wirklich toll zu fahren und ich bin gespannt, wie es halt weitergeht, weil man muss eins sagen, Tram München ist immer irgendwie gefühlt einen Schritt weiter als Lotus selbst das Ganze ist. Deswegen finde ich das eigentlich schon recht spannend zu sehen, ja, wie das Hauptspiel sich so von einem DLC so abgrenzt, so ein bisschen. Und
da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es halt hier zukünftig weitergeht. Aber den schwarzen Peter, denn wie gesagt, halt mit solcher Aussage halt dem Entwickler zuzuschieben, das muss ich sagen, finde ich nicht fair, finde ich nicht in Ordnung. Man hat keinen dazu gezwungen. Jetzt Lotus wird jetzt wahrscheinlich nicht jetzt zur View-App gegangen sein und hat gesagt, mach doch mal jetzt schnell noch ein Add-on, währenddessen wir hier den Lotus-Simulator. Das ist eine eigene Entscheidung von View-App gewesen. Und da müssen sie leider jetzt dementsprechend in den sauren Apfel beißen und müssen halt der Entwicklung jetzt ein wenig hinterher gaukeln. Das ist halt so, ne? Und da, wie gesagt, muss man sich irgendwie, finde ich, ein bisschen, fand ich diesen Satzpunkt, fand ich jetzt nicht fair, finde ich nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, das kann man wieder wahrscheinlich so oder so auf die Goldwaage legen, wie man das Ganze gerne möchte. Aber ja, sonst an sich finde ich sie eigentlich echt putzig, die Christkindl dran. Wie gesagt, außer dem bitteren Beigeschmack, der dabei ist. Aber auch dazu könnt ihr euch ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so seht. Ne? Ist das jetzt Kinkerlitz oder seht ihr das Ganze jetzt ähnlich? Denn nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es doch unten in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich wünsche euch heute, ja, doch noch jetzt, frohe Weihnachten hier im Lotus-Simulator. Lasst es klingen, lasst es glocken und hier, machen wir noch schnell die Weihnachtsmusik an und lassen uns jetzt heute fröhlich, ja, so ein bisschen in besinnliche Stimmung kommen. Ich verabschiede mich hier, ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffe natürlich, dass wir uns demnächst jetzt hier wiedersehen mit einem weiteren Video hier von unserem Lotus-Simulator. Ich verabschiede mich, bedanke mich, tschüss!